alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Nordrhein-Westfalen hat am heutigen Tag ein bisschen mehr zu bieten als das Topspiel in der Bundesliga Borussia Dortmund gegen Bayern München. Wir haben euch ein bisschen was anderes zu bieten, und zwar das Topspiel in der Regionalliga West. So, und jetzt stehen beide Teams bereit. Münster in grün-schwarz, ganz traditionell, stößt an. Kahn Marienborn dann in Hälfte 1 von rechts nach links. Der Ball rollt im Topspiel an diesem Samstag. Rote da zusammen mit Lorenz, der geht aber weg, wird also ein Ding für Dennis Grote. Ja, das ist eine schöne Idee. Hahn. Und das ist fast das 1:0. Das sah gerade erst gar nicht mal so spannend, so gefährlich aus, weil der Ball auch relativ langsam Richtung Pfosten gegangen ist. Aber Scherder schraubt sich da gut hoch und die Szene immer noch nicht vorbei. Und die einzige Kahn-Zone ist bisher die Coaching-Zone von Thorsten Neerbauer. Ansonsten ist nicht viel, wo die der absolute Herr der Dinge sind. Immer wieder Preußen-Münster, die da durchkommen. Grote, nächste gute Chance. Den Pass kann er sich sparen. Oh ja, warum nicht? Der kommt lang, Schulz-Denius kriegt die Finger dran. Aber gut gesehen, 24:9, auch bei plus 15. Wir haben eins mehr geschossen, aber eins mehr kassiert. Kere, gut nachgesetzt, Ball bleibt trotzdem bei Münster. Und der kommt gut um die Abwehr. 1:0 Preußen Münster. Und dass der per Kopf trifft. Ich habe ungefähr vor einer Viertelstunde mal gesagt, den brauchst du eigentlich per Kopf nicht suchen, okay? Wenn er dann allerdings auch so frei ist. Und wir achten jetzt mal bitte nur auf seinen Laufweg. Kire hat ihm im Rücken aber mal so gar nicht im Blick. Der schaut nur aufs Zentrum. Und dann ist Obiab war ganz alleine. Kire, eben hat er nicht genug aufgepasst. Lemberg. Danke mit Name. Nico Remberg. Guten. Es bleibt immer noch Pratt. Gefährlich, Obiapfa. Und vielleicht braucht es eine Standardsituation, um Kahn Marienborn so richtig reinzuholen in diese Partie. Detas und Obiapfa in der Mauer. Mats Lukas Schelt. Der letzte Freistoß eben war nicht ganz so gut. Mal gucken, was er jetzt macht. Mats Lukas Schelt! Und Schulzenius in Volleyballmanier haut er den nach vorne. Obiapfa. Das ist alles fair und dann Detas. Wenn man nämlich eine kleine gute Aktion kommt, kommt im nächsten Ansatz dann direkt wieder irgendeine Ungenauigkeit. Irgendwie sonst was auf beiden Seiten gerade. Und Münster vielleicht noch ein bisschen weniger als bei Kahn Marienborn. Obiapfa, kein Abseits. Scheibe Obiapfa! Ganz knapp vorbei am Doppelpack. Wir haben kurz zu Dilda-Marker, der reinkommen ist. Hannover in der Jugend gewesen, dann bei Bielefeld. Zuletzt dann ein Jahr bei den Würzburger Kickern, dritte Liga gespielt. Und jetzt zwei Monate vereinslos und ist in der Mitte des letzten Monats dann auch noch dazugekommen. Kicker Marienborn deutet sich die nächste Auswechslung an.
Schauerte. Schauerte! 1-1! Das kam halt absolut aus dem Nichts. Der erste Torschuss von Kammarienborn im zweiten Durchgang. Und dann so ein Ding ausgerechnet von Julian Schauerte. Aus Respekt vor seinen Ex-Kollegen jubelt er nicht. Aber was war das denn für ein Geschoss? Passend, wo er im Bild ist, kriegen wir nochmal die Slow-Mo zum 1-1. Da, Buchama zu weit weg und dann haben wir es leider nicht ganz im Bild. Holt sich Preußen doch noch die 3 Punkte zu Hause. Die Antwort kriegen wir genau jetzt. Es gibt auf jeden Fall nochmal den Eckball. Die letzte Szene der Partie. Die letzte Möglichkeit für Preußen Münster. Jetzt heißt es alles oder nichts für die Adler und für Marienborn. Hahn. Und das ist nicht das 2-1. Buchama. Tarik Damas schaut auf jeden Fall noch nicht auf die Uhr. Also es geht doch noch mal weiter. Langlitz. In der Mitte Buchama. Langlitz bringt ihn rein. Hahn! Und das war's. Kammarienborn holt einen Punkt gegen Preußen Münster durch ein spätes Schauerte-Tor.